Liebe Zuschauer, das Lausitzer Seenland konnte im vergangenen Jahr wieder steigende Besucherzahlen verzeichnen. Dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt, dafür zeichnet unter anderem der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen verantwortlich. An meiner Seite jetzt Geschäftsführer Daniel Just. Herr Just, bevor wir auf 2017 kommen, was ist 2016 alles geworden? Ja, hallo Frau Wendt, grüße Sie. Schön, dass wir wieder mal ins Gespräch kommen über die Entwicklung im Lausitzer Seenland. Und ja, 2016 war auch wieder ein sehr interessantes und arbeitsreiches Jahr für den Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen. Und im Wesentlichen kann man sagen, dass unser Wegeleitsystem für Radfahrer fertig geworden ist. Das heißt, fertig geworden in dem Sinne, dass wir von 500 Standorten, die sich erstrecken von vom Geierswalder Partwitzersee bis hinunter zum Bärwalder See, 160 Standorte optimieren konnten und somit dafür sorgen konnten, dass das System jetzt noch besser nutzbar ist. Wir haben auch da, wo es erforderlich war, da wo es geboten schien, haben wir das System auch ergänzt und hoffen, dass wir jetzt ein System haben, was für die Radfahrer so eingerichtet ist, dass auch zielgerichtet zu den Örtlichkeiten im Lausitzer Seenland geführt werden können. 2016 sind 1,8 Millionen Euro im Haushalt für Investitionen vorgesehen. Einen ganzen großen Batzen davon bekommt der Schiffsanleger am Partwitzer See. Was ist dort eigentlich vorgesehen? Ja, das ist so, dass der Partwitzer See einen Schiffsanleger errichten möchten in Form einer sogenannten Marina. Das heißt, es ist ähnlich wie so eine Schwimmsteganlage zu betrachten. Das Fahrgastschiff soll dann quasi an einem Teil dieser Marina anlegen können. Wir wollen dort des Weiteren die vorhandene Bootseinlassstelle überarbeiten, also die sogenannte Slip-Anlage, die wird überarbeitet, so ertüchtigt, dass man dort wirklich auch gefahrlos ins Wasser kommen kann. Wir werden dort entsprechende Maßnahmen treffen, diesen Hafenbereich auch so auszugestalten, dass dort Anlanden möglich ist, dass man auch mit dem Boot gefahrlos ins Wasser kommt. Wir werden die Zuwegung gestalten. Die Anlage an sich, die Schwimmsteganlage, muss dann entsprechend auch mit Dalben etc. verankert werden. Da sind die Planungen noch in der Phase, wo man dort noch drüber ist, welche Variante die bessere ist. Wir müssen uns dort auch noch mit der Privatseite einigen. Das ist ja ein privates Gelände, wo wir als Zweckverband ein sogenanntes Wegerecht haben, um dort entsprechend auch tätig zu werden. Und da muss auch eine Abstimmung dann auch mit der Privatseite immer wieder erfolgen. Die Schwimmsteganlage umzusetzen wird vermutlich am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann beginnen können. Wir hoffen, dass wir die Planung jetzt so weit treiben können, dass das Ganze auch so schnell wie möglich dann entsprechend in die Ausführungsplanung gehen kann und dann wir einen Schiffsanleger ab der Saison 2018 am Partwitzer See dann auch nutzen können. Der Schiffsanleger am Spreethaler See, viel Planung, ist mittlerweile erfolgt, scheint jetzt auf einem guten Weg zu sein. Ja, der Spreethaler See ist auch prädestiniert für eine Zwischennutzung. Wir streben ja dort eine Zwischennutzung an, gemeinsam mit der Gemeinde Spreter und der Gemeinde Elsterheide, die dort dafür sorgen wollen, dass der See möglichst ab dieser Saison auch entsprechend zwischengenutzt werden kann. Er ist ja noch nicht von der LMBV vollständig saniert, er ist geotechnisch noch nicht vollständig saniert und insofern kann nur in Anführungsstrichen eine Zwischennutzung dort erfolgen, aber diese würde dann beispielsweise gestatten, dass dort auch entsprechende Wassersportnutzung auf dem See stattfinden können. Eine Nutzung soll dann später sein der Schiffsanleger, der entstehen soll. Also ein ähnliches Konstrukt, wie wir es im Seenland an jedem See vorhaben. Wir wollen an jedem See einen öffentlichen Fahrgastschiffanleger positionieren und später ist es so, dass wir jetzt momentan in den Planungen sind. Wir sind soweit, dass die entsprechenden Vorarbeiten abgeschlossen sind, die LMBV mit uns entsprechende Verträge geschlossen hat, dass wir im Rahmen einer Paragraph 4 Maßnahme da eine Planung jetzt anschieben können. Wir warten jetzt auf die Auftaktveranstaltung dieser Planungsphasen und da sind wir mit der LMBV im Gespräch und hoffen, dass das noch vielleicht auch Anfang Januar 2017 jetzt erfolgen kann. Mit 500.000 Euro ist der Wasserwanderrastplatz an der Südböschung des Geierswalder Sees im Haushalt geplant. Was konkret ist dort vorgesehen? Ja, das ist ja seit langem ein Projekt, dem der Zweckverband sich gewidmet hat. Wir haben dort vor, ein sogenanntes Multifunktionsgebäude zu errichten, wo entsprechend Wasserwanderer, die an der vorhandenen Steganlage dort anladen können und jetzt auch den Weg immer wieder suchen, über den Koschener Kanal vom Senftenberger See dann auch an Geierswalder See zu gelangen. Die sollen, wenn sie dort angelandet sind, dann auch die Möglichkeit haben, außerhalb des Wasserbereichs dann zu übernachten, auf Außenanlagen, die dort entsprechend geschaffen werden sollen, also Stellplätze für Zelte, Karawane,
Wohnmobile etc. sollen da entstehen. Wir wollen dieses Multifunktionsgebäude so gestalten, dass da natürlich ein Sanitätsgebäude mit dabei ist, ein Sanitärgebäude, besser gesagt, mit dabei ist, wo entsprechend die Urlauber sich dann auch versorgen können. Wir haben vor, in diesem Gebäude die länderübergreifende Polizeistation, also die Wasserschutzpolizei, unterzubringen. Da gibt es ja entsprechende Verträge auch der Innenministerien, wonach diese gemeinsame Wache dort geschaffen wird. Und wir bieten entsprechend diesen Raum dann in unserem Multifunktionsgebäude. Wir wollen die Wegflächen, die dort auf dem Gelände vorhanden sind, optimieren. Wir wollen dort auch diese Bootsänderstelle nochmal überarbeiten. Auch da soll eine Art Steg auch mit ins Wasser, dass dort der Bootsnutzer, der Gast, der zu uns kommt, dann entsprechend auch gefahrlos ins Wasser gelangen kann. Es geht darum, einen Kran gegebenenfalls zu installieren, einen Bootskran, wäre natürlich ein Novum für den sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes, würde das Ganze auch entscheidend voranbringen, ist natürlich jetzt die Frage, mit welchen Kosten ist da zu rechnen, wie sind da die entsprechenden Gegebenheiten, da erwarten wir uns viele Erkenntnisse aus der Planung, die jetzt kurz vor dem Abschluss steht, und wenn die Planungen dann abgeschlossen sind, dann müssen wir auch nochmal mit den Fördermittelgebern in die BIT, müssen dort nochmal entsprechend diskutieren, welche dieser Maßnahmen, die ich jetzt gerade geschildert habe, sind förderfähig, welche sind vielleicht nicht förderfähig, wie sind die finanziellen Verhältnisse, die sich daraus ergeben, und dann geht es darum, mit den Verbandsmitgliedern abzustimmen, was und in welcher Form der Zweckverband bestimmte Anlagen umsetzen will und kann, und das kann natürlich auch bedeuten, dass wir uns da zeitlich vielleicht staffeln müssen. Vor einigen Jahren gab es mal einen Ideenwettbewerb zu Aussichtstürmen im Lausitzer Seenland. Hier heißt es immer so schön Landmarken. Für dieses Landmarkenkonzept sind jetzt ebenfalls nochmal 300.000 Euro eingestellt im Haushalt. Heißt das, wir haben bald einen Turm mehr? Ja, das könnte es bedeuten. Es ist momentan so, dass eine entsprechende Planung läuft, die sich das gesamte Lausitzer Seenland vorgenommen hat. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt vom gesamten Lausitzer Seenland spreche, meine ich den sächsischen Teil, weil wir hier sächsische Fördermittel dann auch entsprechend einsetzen wollen. Die Planung wird jetzt Standorte eruieren, nicht nur für diesen Turm, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, sondern es geht auch darum zu schauen, muss es ein Turm sein oder ist es nicht vielleicht besser, mehrere kleine Türme oder Aussichtsplattformen zu schaffen. Es geht bei diesem Projekt auch um Sichtschneisen, also die beispielsweise Autofahrern dann die Möglichkeit bieten sollen, auf den See zu blicken, wenn sie am See vorbeifahren. Und wenn die Planung dann soweit gediegen sind, wird hoffentlich dann ein idealer Standort oder ideale Standorte für Landmarken vorliegen und auch für solche Sichtschneisen. Und dann wird sich entscheiden, ja, was möchte man denn entsprechend errichten. Also wir erwarten uns, wie gesagt, viel von diesen Planungen, die das Büro demnächst abschließen wird und präsentieren wird, um dann ja, zweckverbandsintern entscheiden zu können, wollen wir das so umsetzen, wie das Büro es empfohlen hat, oder wollen wir es gegebenenfalls in einer anderen Form tun. Und dann wird sich zeigen, ob wir uns dann eine große Landmarke, wie sie damals im Konzept ersichtlich war, dann auf die Fahnen schreiben oder ob es dann halt kleinere Sachen werden. Der Knappensee ist mitten in der Sanierung. Trotzdem ist jetzt ein Studienauftrag gegeben worden, um schon mal die Nutzung, wenn alles vorbei ist, hinzukriegen. Genau deshalb? Ja, das ist so, dass der Knappensee ja natürlich eine hohe touristische Bedeutung hat. Und wir gemeinsam mit der Gemeinde Loser dort immer bestrebt waren, das Ganze auch entsprechend auf der Agenda zu behalten. Und es bot sich jetzt die Möglichkeit, über Fördermittel, die akquirierbar waren, aus dem Programm FR Regio, dort einen Masterplan aufzulegen. Auch jetzt zu dem Zeitpunkt halten wir das schon für sinnvoll. Sie hatten es gerade erwähnt, wir müssen ja schauen, was passiert danach, was passiert nach der Sanierung, die ja laut LMBV im Jahr 2021 abgeschlossen sein soll. Und dementsprechend müssen wir schauen, was sind denn danach dann die Handlungsmodalitäten, was sind die Optionen, die wir dort an dem See entsprechend umsetzen wollen. Wenn ich sage an dem See, meine ich natürlich auch den Umgriff, der auch stattfinden muss. Man muss auch die Betrachtung erweitern auf die Energiefabrik, auch in Richtung Graureihersee, Mordkarsee, Silbersee. Also das spielt alles mit rein. Natürlich mit Hauptkriterium Knappensee, aber wir haben dort neben diesen Seen, die ich jetzt gerade skizziert habe, natürlich auch verschiedene Anrainer. Gerade am Knappensee gibt es ja drei Kommunen, die auch Anrainer sind. Und entsprechend dort die ganze Betrachtung dann auch so zu staffeln ist, dass dort alle Herangehensweisen der Kommunen auch berücksichtigt sind. Und wir hoffen einfach, dass dieser Masterplan dann geeignet ist, dann für die Gemeinde Loser dort entsprechende Bauleitpläne abzuleiten etc. und dann gewappnet zu sein für die Zukunft am See. Gegen Ende des Jahres wird es nochmal so eine Art Höhepunkt für den Zweckverband geben? Ja, Ende des Jahres 2017 ist die Regionalkonferenz turnusmäßig wieder im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes. Am 8.11. werden wir da an der Energiefabrik in Knappenrode eine entsprechende Veranstaltung organisieren. Das machen wir als Zweckverband.
den anderen Jahren macht es der Partnerzweckverband auf der brandenburgischen Seite. Und ich darf Sie jetzt schon einladen, herzlich dort auch wieder präsent zu sein. Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr auch uns dort, oder vor 2 Jahren uns da getroffen. Und wir wollen dort auch die erreichten Dinge des Jahres 2017 natürlich dokumentieren und auch präsentieren und sicherlich auch Ausblicke geben für die kommenden Jahre. Wir hoffen dann auch, dass entsprechende Planung, die jetzt alle in der Pipeline sind, wir haben ja viele Projekte gerade am Laufen, dass dann schon die Sachstände so sind, dass man weiß, wann kann man beispielsweise mit dem Bau beginnen oder wie sind die entsprechenden Ausprägungen, die sich gestalten werden. Herr Just, ich danke Ihnen für das Interview. Vielen Dank.